Für die Fraktion die Piraten spricht Herr Kollege Oliak. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Gäste hier oben auf der Tribüne und zu Hause, liebes Plenum. Jetzt musste ich meine Rede mal eben locker ein bisschen umwerfen, weil ich ja doch ein paar neue Aspekte hier reinbekommen habe. Aber prinzipiell ist es so, für uns Piraten ist der Datenschutz definitiv mit eins der zentralen Themen. Privatsphäre und Datenschutz gewährleisten die Würde und die Freiheit des Menschen. Insofern begrüßen wir prinzipiell die Intention des folgenden Antrags grundsätzlich. Was dort aber unserer Meinung nach vor allen Dingen noch neben der Sache mit dem Siegel, auf die sich unser Änderungsantrag bezieht, ist die grundsätzlich weitere Stärkung der Datenschutzbeauftragten. Wir haben die Datenschutzbeauftragten hier und wir bitten sie höflich mitzuarbeiten sozusagen, denn wir können ihnen nichts befehlen. Sie sollten nämlich unabhängig sein. Für unseren Antrag mit dem EU-Siegel, vor dem alle Anwesenden offensichtlich Angst haben, beziehen wir uns gerade nicht darauf, etwas top-down hier in das Land reindrücken zu wollen, sondern es auf gleichberechtigter Ebene aus dem Land Schleswig-Holstein, übrigens das einzige Bundesland mit den wirklich unabhängigen Landesdatenschutzbeauftragten der Bundesrepublik, gemeinsam zu entwickeln. Dies dann zusätzlich innerhalb einer solchen Konferenz. Für diese Konferenz im Übrigen, Herr Bolte, vielen Dank, die SPD betrachtete nur den wirtschaftlichen Aspekt. Schön, dass Sie das korrigiert haben, denn die Bürgerinnen, Bürger und die betroffenen Interessengruppen, es kam dort aus dieser Seite leider nur die Wirtschaft zum Tragen, muss ich Ihnen sagen, vielen Dank. Nein, aber egal. Von daher, das European Privacy Seal wäre nur ein weiterer Weg, sozusagen, um auch kostengünstiger für dieses Land in einer Auditierung so etwas weiter voranzutreiben. Zum Medienkompetenzmontag, den ich ehrlich gesagt auch sehr schön fand, möchte ich noch ganz kurz anmerken, dass ich persönlich bei vielen Gesprächen feststellen musste, dass sehr viele der anwesenden Vertreter der einzelnen Institutionen es doch ein wenig schade fanden in Bezug auf die Resonanz der anwesenden Abgeordneten. Nichtsdestotrotz, ich möchte meiner Fraktion empfehlen, Ihrem Antrag und auch unserem Antrag zuzustimmen. Und wir möchten hiermit noch einmal einfordern, die Datenschützer in diesem Land viel stärker zu fördern und deren Entscheidung nicht erst nach der so und so 80. Konferenz nicht nur zu akzeptieren, sondern noch umzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.